willkommen. Hallo ihr lieben Nosy Rosies, da bin ich wieder, es ist Donnerstag und ich bin wieder alleine. Jana und ich haben es wieder nicht gebacken bekommen, ein Video zusammenzudrehen. Halb so wild, wir haben es auf jeden Fall uns vorgenommen für nächste Woche, da werden wir ein Video zusammen drehen. Ja, CSD Hamburg habt ihr schon gesehen, das Video von Jen ist großartig geworden, es hat auf jeden Fall total viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch wenn es dann nach der Parade auf einmal angefangen hat, aus Kübeln zu gießen, hat es trotzdem Spaß gemacht und schön im Regen tanzen. Ja, ihr könnt ja mal posten, was ihr gemacht habt nach der Parade. Seid ihr gleich abgehauen? Seid ihr abends noch irgendwo hingegangen? Dann schreibt uns einen Comment. Manche von euch habe ich nämlich noch getroffen abends auf der Party. Im Hühnerposten. Da haben mich noch zwei Mädels angesprochen. Das weiß ich noch. Nicht, dass ich jetzt nicht mehr irgendwas nicht mehr wüsste. Also, ja. Und ja, jetzt geht's, auf geht's zum Thema. Wochenthema lautet, ist eine Frau von Anfang an, von Geburt an lesbisch oder wird sie lesbisch? Ich habe mich vorher mit meinen zwei süßen Kameramäusen darüber unterhalten. Die beiden kichern hier auch gerade rum. Und zwar, wir waren irgendwie der Meinung, wir haben zu dritt festgestellt, dass manche Menschen fühlen sich zum Beispiel, oder muss man eben gesagt, die Frauen, die sich vielleicht sogar im falschen Körper geboren fühlen, das später aber vielleicht akzeptieren, die werden lesbisch. Ich wollte früher auch immer ein Junge sein und bin es nicht geworden, habe mich damit abgefunden und bin lesbisch. Ist das bei euch auch so? Wie ist das? Was denkt ihr darüber? Würde mich interessieren. Bitte schreibt es runter. Umsonst, vielleicht ist es auch so, also bei manchen Frauen wird es ja erst so wachgekitzelt in einem. Also, dass man das irgendwie die... Was? Man hat das Gen schon drin, also man ist schon irgendwie drauf vorprogrammiert. Oder nicht vorprogrammiert, sagt man. Also, die eine Kamerafrau wirft gerade hinzu, dass manche das aber auch schon also einfach drin haben, im Gen quasi, im Blut, und es aber noch nicht richtig zu deuten wissen. Das würdest du sagen? Vielleicht wird man aber auch nur lesbisch, weil es jetzt gerade ein Trend ist. Das hat gerade die andere Kamerafrau gesagt. Vielleicht ist es jetzt gerade modern, irgendwie anders zu sein und man wird lesbisch. Weil natürlich auch der Stil einer Lesbe sich schon vor längerer Zeit abgehoben hat. Also der Stil, man hat quasi eine Lesbe, was es noch gar nicht so in war, lesbisch zu sein, hat man den Stil einer Lesbe immer schon von vornherein erkannt. Also es war immer was anderes. Und jetzt wird dieses andere gerade modern. Stimmt das? Es liegt auf jeden Fall schon in den Genen. Wenn man zusammenfasst. Und bestimmte Einflüsse führen dann dazu, dass... Man es merkt. Und bestimmte Einflüsse führen dann dazu, dass man es merkt oder dass man es wahrhaben kann. Entweder ist es eine Frau, die erste Frau, mit der man etwas anfängt, die zeigt dann, oh, da schlummert das schon ganz lange was in mir. Oder es ist dann das eigene Verlangen, was einem irgendwie deutlich macht, dass man auf Frauen steht. Bitte sagt noch mehrere Punkte. Ich möchte da auf jeden Fall von jeder Person, die das Video anschaut, einen Kommentar lesen. So, das wäre ganz schön viel. Aber letztes Mal habt ihr übrigens ganz viele Kommentare geschrieben. Ich bin total ausgeflippt. Ich fand es total schön. Ihr habt an die 40 oder 50 Kommentare geschrieben. Finde ich super. Und über deine Frisur. Ach genau, ihr habt ganz viel über meine Frisur gesagt. Ihr habt mir ganz viele Komplimente gemacht. Und jetzt verstecke ich meine Frisur. Danke, es hat mir geschmeichelt. Ach ja, stimmt. Noch zu den Fragen. Ihr habt Fragen gestellt. Genau, es war die häufigst gestellte Frage war unter dem Video, was ich letzte Mal gepostet habe, war, welche Ausbildung macht Jana?
Jana macht eine Ausbildung zur Kauffrau für Sport und Fitness. Ja. So, das war's dann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Donnerstag. Nächsten Donnerstag mit Jana. Genau. Und habt ein schönes Wochenende. Und schreibt unter. Und schaltet ein. Und abonniert. Und also was. Genau, das war's von mir.